Also erstens einmal, wenn ich jetzt zurückdenke, FC Basel 2002, da kommt es erst einmal in den Sinn, das war das Jahr, wo man mit Basel, boah, das ist unglaublich. Da habe ich noch so viele Emotionen, so viele Momente in meinem Kopf. Halbfinale gegen IB, Göpp ist mir auch noch im Kopf, ganz klar. Aber ich bin auch gespannt, wenn ich jetzt da mir zeige. Ich habe es nämlich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich wirklich sagen. Und bin gespannt. Dann schauen wir da mal drin rein. 21 Jahre zurück. 21 Jahre. Das war ja gerade gestern, gewesen, okay? FCB. Wieder mit Kuman Tarak. Ein Foul, Penalti, klar. Genau, das war am Anfang. Und ich glaube, der Trainer war der Schellibaum bei IB. Und Freddy Bickel, der Harry Gemperli, all meine Kollegen, genau. Ja, das ist klar Fall. Muri, ich glaube, was kommt jetzt? Die Aktion läuft nicht von Unlucky Muri. Aber wir bleiben da. Herrlich. Herrlich. Knapp am Pfosten. Und jetzt? Jimmy, glaube ich. Jimmy ist Goal, wenn es recht ist, in den 16er rein. Grande Jimmy! 1:0 für den FCB. Vamos! Herrlich. Es war auch hier eine riesige Stimmung. Ja, ja, siehst du, so sehen wir die Fans. Herrlich, herrlich, herrlich. Was für eine Zeit, hey, aber 21 Jahre zurück. Was hier alles abgegangen ist, ja, in meinen Altspieler, wenn man nur die ganze Saison schon angeschaut hat, das erste Spiel Sion 8-1 verloren. Strach? Wirklich? 8-1 verloren. Und nachher in der Saison Durchschnitt, Mittelmass. Und nachher, was ist passiert am Schluss? Sind wir durchmarschiert. Meister, Göpp-Sieger, Champions League Quali, auswärts verloren in Celtic 3-1, die High 2-0 gewonnen. Das hat nur explodiert in Basel und das ist unbeschreiblich. Ich sage allen auch heute noch, hey, was da in Basel abgeht und abgehen kann, mit den Fans, mit der Region, das ist einzigartig in der Schweiz. Also es gibt in der Schweiz gibt's nicht mehr so extrem. Okay? Und ja, das ist jetzt, das ist trotzdem mal gewesen. Und wenn du mich ansprichst, eben auf 2-0-2, das ist fantastisch gewesen. Und das ist sicher sehr etwas Wichtiges, Unterstützendes. 12. Mann ist ganz klar der Fan gewesen, muss dann zur Kurve. Aber auch die ganze Region, wie die hinter dem FC Basel gestanden ist. Immer. Wenn du mir fragst, feiern in Basel, dann gehe ich ganz klar zurück, was alles auf dem Barfüsserplatz abgegangen ist. Das sind, das sind Vieren, wo es ja auch einzigartig ist. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was passiert ist. Goli! Mein Gott, Goli! Penalti! Kommt Spass! Zwissig hat Stellungsfehler, ich habe ihn zu Fall gebracht. Also bin ich fein draussen. Gügi! Mein Freund Gügi! Ich weiß woher! Rechts unten, herrlich! Was für ein Spiel, hey. Boah. Immer noch Tipper auf Deklu. Deklu, der Ausgleich in okay. Der 51. Minute. Ja, was kann man da besser machen? Freddy Bickel, Marco Schellibaum, wie ich es gesagt habe. Deklu. Wurde von okay. Gut. Im Spiel. Was für ein Spiel. Noch besser für die rote Karte gegen wer? Gravero. Mein Freund Massimo Busacca, da oben sitzt er im zweiten Stock oben übrigens. Schiri-Chef mit dem Colina zusammen bei der FIFA. Colavitti. Das war ein Spiel, ey. Leck doch mir. Herrlich. Schau mal, schau mal. Wow. Okay. Ist auch klar, dass der Scotty noch so rein hätte können. Jeden anderen würde aufkumpen. Unglaublich. Gut, der Chip war ein Ausnahme. Den hast du abgrätschen, wie du wolltest. Der ist gleich wieder aufgestanden. Das ist unglaublich. Chippy mit seiner Art, mit seinem Kopf, mit seinem Power. Boah, wahnsinnig. Und es typisch, dass er dort so reingeht. Jeden anderen würde jetzt dort nicht so rein, aber er geht so rein. Und ja, das Goalie-Spiel im Allgemeinen hat sich komplett verändert. Also heute spielst du viel mehr mit den Verteidigern zusammen. Heute schaust du, wo der Verteidiger positioniert ist. Heute musst du das Spiel lesen können. Ja,
clever sein, intelligent sein als Goalie. Nicht, wenn die Verteidiger in der Nähe sind, musst du nicht rausgehen. Okay? Und das sind so Sachen, wo einfach Cleverness vom Goalie im heutigen Spiel, modernen Spiel, auch wie ein Goalie involviert ist im Spiel, mit dem Aufbauspiel, linker Fuß, rechter Fuß, easy heutzutage. Ich habe früher nur den linken gehabt, darum habe ich rechts jetzt Arthrose. Rechts habe ich gebraucht, zum Stehen. Aber das ist halt so, es verändert sich der Fußball und das ist ja super interessant. Zum Elfmeterschießen und damit zur Möglichkeit für Adrian Linderhardt bei seinem Debüt. Linderhardt. Ja, ich weiß, was passiert. Abraham Dikwa, hervorragend. Den habe ich in GC gehabt. Und wie geht's noch war, auch rechte Seite. Rechts bin ich stark gewesen, aber ich habe nicht gemerkt. Der Nächste, der nicht traf, wieder ein Berner. Arthur Petrosian. Ja, Petrosian. Auch. Also eigentlich sind wir schon weiter da. Eigentlich. Ich weiß, wo jetzt ein kommt. Ich schaue jetzt nicht mehr. George, knapp. Knapp. Aber jetzt, Achtung, jetzt kommt es, glaube ich. Nein, der Buri. Okay. Wow, Masfas Penalty. Warum schieße ich einen Penalty? Ehrlich. Mein Gott, überheblich, wirklich. Aber da hat es die Regeln noch nicht gegeben mit der Linie, wisst ihr das? Das ist noch nicht so. Aber weißt du was? Ich habe es genau gewusst in dem Moment. Hey, wenn ich so einen Scheiß mache und den Penalty verschieße, dann muss ich ihn einfach nachher wieder heben. Und? Getan? Chippy! Ehrlich. Fantastisch. Riesenspiel gsi. Riesenspiel gsi. Ich sage euch, das ist Hühnerhut. Göpp-Spiel ist ein Spiel. Ja. Wir reden jetzt nicht von der Meisterschaft. Die Meisterschaft lassen wir jetzt mal einfach auf der Seite. Weil da müsste ich vielleicht ein bisschen negativ sein gegen den FC Basel. Das Spiel in Bern. 3-0 verloren. Boah, ja, die waren um einiges stärker gewesen, da müssen wir nicht rundherum diskutieren. Aber akzeptieren das war jetzt so gewesen, fertig. Die Meisterschaft, so viele Punkte Rückstand. Nein, tu das weg, Göpp. Wir wollen den Kübel aufheben mit dem FC Basel. Und das ist ja der Moment, wo du als Fußballer eigentlich herkommen solltest. Das ist der Moment für den Trainer, wo da den Spieler richtig reinbringen mit dem Staff und mit den Fans zusammen. Und so kannst du auch Kübel kühlen. Und wegen dem bist du ja eigentlich beim FC Basel oder solltest du beim FC Basel sein. Ich erwarte, dass es eine riesige Stimmung ist. Ich wünsche jedem Spieler, der das FC Basel Liebling hat, dass er auch mal die Momente erleben darf, was es eigentlich heisst, beim FC Basel zu spielen. Und mit den Fans im Rücken, mit der ganzen Region im Rücken, auch wenn es mal nicht gut geht, ja, ist jetzt Durchstrecke. Ist nicht schön, ist nicht einfach. Aber das gibt es einmal. Wichtig ist jetzt, dass man aus diesen Fehlern lernt und dort wieder herkommt. Und dass dann diejenigen Akteure dann vielleicht dürfen nach 21 Jahren irgendwo auf dem Sofa sitzen und diskutieren, was dort mal war im 2023. Und das sind doch die Momente, die mich persönlich stolz machen, dass ich das alles erleben durfte.